Vor langer Zeit, da lebten einmal ein König und eine Königin. Die sagten jeden Tag: Ach, wenn wir doch ein Kind hätten. Doch sie bekamen nie eins. Da trug es sich zu, als die Königin einmal ein Bad nahm, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sagte: Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht. Wirst du eine Tochter zur Welt bringen? Was der Frosch gesagt hatte, das geschah. Und die Königin gebar ein Mädchen, das war so schön, dass der König vor Freude ganz außer sich war und ein großes Fest ausrichten ließ. Er lud aber nicht nur seine Verwandten, Freunde und Bekannte ein, sondern auch die weisen Frauen, damit sie das Kind lieb gewannen. Es gab genau 13 in seinem Reich. Weil er aber nur 12 goldene Teller hatte, von denen sie essen konnten, so musste eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest wurde in aller Pracht gefeiert. Und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben. Die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum, und so mit allem, was es auf der Welt zu wünschen gab. Als Elfe ihre Wünsche eben ausgesprochen hatten, da trat plötzlich die 13. herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen worden war, und ohne jemanden zu grüßen oder auch nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme: Die Königstochter soll sich, wenn sie 15 ist, an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Und ohne ein weiteres Wort zu sprechen, drehte sie sich um und verließ den Saal. Alle waren erschrocken. Da trat die 12. hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte. Und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern ihn nur mildern konnte, so sagte sie: Es soll aber kein Tod sein, sondern ein 100-jähriger tiefer Schlaf, in den die Königstochter fällt. Der König, der sein geliebtes Kind vor dem Unglück bewahren wollte, ließ den Befehl erteilen, dass alle Spindeln im ganzen Königreich verbrannt werden sollten. An dem Mädchen aber zeigten sich schon bald sämtliche Wundergaben der weisen Frauen, denn es war so schön, unschuldig, klug und freundlich, dass es jedermann, der es ansah, lieb haben musste. Es geschah jedoch, dass an dem Tage, wo es gerade 15 Jahre alt wurde, der König und die Königin nicht zu Hause waren und das Mädchen ganz allein im Schloss zurückblieb. Da ging es überall herum, schaute in die Stuben und Kammern, wie es Lust hatte, und kam schließlich auch zu einem alten Turm. Es stieg die enge Wendeltreppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Tür. In dem Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel. Und als es ihn umdrehte, sprang die Tür auf und da saß in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs. »Guten Tag, altes Mütterchen«, sagte die Königstochter. »Was machst du da?« »Ich spinne Flachs«, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. »Was ist das für ein Ding, das da so lustig herumspringt?«, fragte das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch Fäden spinnen. Kaum aber hatte sie die Spindel berührt, da ging der Zauberspruch in Erfüllung und sie stach sich damit in den Finger. In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder, das da stand, und versank in einen tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss. Der König und die Königin, die eben heimgekommen,
und in den Saal getreten waren, fingen an einzuschlafen und der ganze Hofstaat mit ihnen. Da schliefen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dach, die Fliegen an der Wand, ja selbst das Feuer, das auf dem Herd flackerte, wurde still und schlief ein. Und der Braten hörte auf zu brutzeln, und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas falsch gemacht hatte, an den Haaren ziehen wollte, ließ ihn los und schlief ein. Und der Wind legte sich, und auf den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr. Rings um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher wurde und schließlich das ganze Schloss umzog und darüber hinaus wuchs, dass gar nichts mehr davon zu sehen war. Nicht einmal mehr die Fahne auf dem Dach. In dem Land ging aber die Sage von dem schönen schlafenden Dornröschen um, denn so wurde die Königstochter genannt, so dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und versuchten, durch die Hecke in das Schloss vorzudringen. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen hielten sie fest zusammen, als hätten sie Hände, und die jungen Männer blieben darin hängen, konnten sich nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach vielen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte. Es sollte ein Schloss dahinter stehen, in dem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen genannt, schon seit 100 Jahren schliefe, und mit ihr würde der König und die Königin und der ganze Hofstaat schlafen. Er wusste auch von seinem Großvater, dass schon viele Königssöhne gekommen waren und versucht hatten, durch die Dornenhecke vorzudringen, aber dass sie alle darin hängen geblieben wären und eines traurigen Todes gestorben wären. Da sagte der junge Mann: »Ich fürchte mich nicht. Ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen.« Der gute Alte mochte ihm von seinem Vorhaben abraten, wie er wollte. Der Königssohn hörte nicht auf seine Worte. Nun waren aber genau in dieser Zeit die 100 Jahre verflossen und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter große, schöne Blumen, die schoben sich von selbst auseinander und ließen ihn unversehrt hindurch, und hinter ihm taten sie sich wieder als Hecke zusammen. Im Schlosshof sah er die Pferde und scheckigen Jagdhunde liegen und schlafen. Auf dem Dach saßen die Tauben und hatten das Köpfchen unter den Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, da schliefen die Fliegen an der Wand. Der Koch in der Küche schaute noch so aus, als wollte er den Jungen im nächsten Moment packen, und die Magd saß vor dem schwarzen Huhn, das gerupft werden sollte. Da ging er weiter und sah im Saal den ganzen Hofstaat liegen und schlafen. »Was ist das denn hier?« Und oben auf dem Thron lag der König und die Königin. Da ging er noch weiter, und alles war so still, dass man seinen eigenen Atem hören konnte. Und schließlich kam er zu dem Turm und öffnete die Tür zu der kleinen Stube, in der Dornröschen schlief. Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte. Und er bückte sich und gab ihr einen Kuss. Als er Dornröschen aber mit dem Kuss berührt hatte, da schlug sie die Augen auf, erwachte und blickte ihn ganz freundlich an. Da gingen sie zusammen herab, und der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat und sahen einander mit großen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und schüttelten sich. Die Jagdhunde sprangen und wedelten mit ihren Schwänzen. Die Tauben auf dem Dach zogen das Köpfchen unterm Flügel hervor.
sahen sich um und flogen ins Feld hinaus. Die Fliegen an den Wänden krabbelten weiter. Das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte und kochte das Essen. Der Braten fing wieder an zu brutzeln und der Koch gab dem Jungen eine Ohrfeige, dass er schrie. Au! Und die Magd rupfte das Huhn fertig. Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende.